zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einem erneuten Video. Heute gibt es mal ein paar Hand Sounds, es wurde sich häufig gewünscht, und gleichzeitig dann noch ein paar Hand Games. Das klingt komisch, ich weiß, aber ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon länger auf meinem Kanal seid, zum Beispiel sowas wie, guckt auf meine Nase, wie viel zeige ich halt, in dem Fall zwei, sowas wird es noch später geben. Mich würde jetzt am Anfang eine Sache von euch interessieren, und zwar habe ich letztens ein Video gesehen, ich weiß nicht mehr von wem, wenn ich ehrlich bin, mit so Background-Fakten von meinem Kanal. Hättet ihr daran Interesse? Zum Beispiel halt ein bisschen die Analytics und sowas, was meine Wiedergabezeit etc. ist. Ihr könnt das hier oben abstimmen. Ihr wisst ja, ich interessiere mich sehr dafür, worauf ihr Bock habt. Deswegen, macht gerne mit. Wir fangen jetzt aber als erstes mit den Hand Sounds an.
mögen viele ja auch, wenn man mal so, als wenn man hier ein wenig vielleicht die Haare aus dem Gesicht macht oder du hast da vielleicht direkt was. Wisst ihr, womit ich jetzt alles versauen könnte? Komm mal her, du hast da was. Okay, Spaß beiseite. Aber allgemein sind Hand-Trigger ja sehr interessant. Egal, ob jetzt mal Hand-Sounds, wobei ich da nicht der Beste bin unbedingt. Ich verlinke euch unten mal eine männliche ASMR-Hand-Sounds-Version, die besser ist. Und auch eine weibliche. Vielleicht für euch ganz gut. Nein, aber Hand-Sounds sind super interessant für viele. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Hand-Movement. Was viele dann noch extrem mögen. Wenn ihr dazu mal ein eigenes Video wollt, sagt mir das doch gerne mal in den Kommentaren. Dann soll es auch das bestimmt mal geben. Gut, aber jetzt mal zu der zweiten Sache. Und zwar schaut mir dafür bitte einfach auf die Nase. Die ist nicht zu übersehen. Schaut mir einfach da drauf. Und als erstes werde ich es so machen, dass ich beide Hände hier habe und ich jetzt einen Finger nur so leicht bewegen werde. Das kennt ihr schon von mir. Wie gesagt, das kann so sein, das kann aber auch nur so sein. Und ihr müsst mir einfach sagen, auf welcher Seite ich meine Hand bewegt habe. Und ich darf dann überlegen, wie das aus eurer Position aussieht. Ich habe also den schweren Part hier. Los geht's. Genau. Richtig. Ja. Die Seite. Richtig. Ja, es war schwierig, aber es waren beide tatsächlich. Ganz genau. Ja gut, das war leicht, ich weiß, aber muss es ja auch geben. In der Tat. Beide wieder. Ja, das war gemein. Ich habe nur jeweils den einen Finger bewegt. Bei beiden aber dafür. Die Seite. Ganz genau, dürfte eure linke sein. Dürfte eure linke sein. Kann aber auch falsch sein. Aber ich meine schon. Richtig. Breite ganz, ganz genau. Und wieder diese, ich denke mal, linke Seite. Müsste eigentlich, weil ich rede da rein, gerade für mich links, muss das aber in der Audiospur wieder tauschen, also rechts, dass das hier rechts, das links, passt. Rechts, ganz genau. Beide. Wieder hier rechts. Richtig hier. Und noch dreimal. Beide. Beide. Und das letzte Mal ist hier. Aber ganz, ganz leicht. Sehr gut. Schön. Jetzt kommt etwas Ähnliches. Nur halt. Ich habe hier beide. High five. Jetzt nichts. Also das sind 0. Jetzt werde ich eben euch zeigen, hier einfach eine Zahl oder hier eine Zahl zwischen 1 bis 5. 1 bis 5. Und ihr müsst mir sagen,
wie viel ich euch gezeigt habe. Es kann sein, dass ich auch mal beide Seiten zeige. Dann ist es aber immer die gleiche Zahl, also macht keinen Unterschied. Okay, fangen wir an. Das war das Beispiel, genau. 2. 4. High five. Eine 1, genau. Doppelpiece. Hier ist wieder Tanzverbot. Ganz genau. Auch 3, nur auf einer anderen Variante. Ja, richtig. Das. Ja, 2, ganz genau, richtig. Doppel 1. Die Doppel 5. Ups, 4. Ganz genau. Ja. Auch richtig. Bisschen doof aus, ich weiß, aber ist egal. Zählt. 3, genau. Ja. Richtig. Ganz genau. Und auch das ist richtig. So, ich werde jetzt mit dem Finger aus dem Bildschirm gehen. Und ihr bleibt einfach konzentriert auf meine Nase, okay? Und lasst einfach mal geschehen. Ihr könnt euch dabei auch ruhig weiter auf meine Nase konzentrieren, wenn ihr Bock habt. Würde ich euch empfehlen. Wie gesagt, nicht zu übersehen. Ich habe nicht die ruhigsten Hände, ja. Das ist furchtbar für mich, aber ist nicht schlimm. Vor allem die nicht, wenn ich die so anspanne.
So, das soll's aber für heute erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr mehr so Movement-Zeug haben wollt, Zeug klingt so doof, wenn ihr mehr Movement-Videos haben wollt, dann lasst mich das gerne wissen. Dann notiere ich mir das. Ich plane meinen Kalender mittlerweile schon etwas vor, also hier drin. Ich habe so die Videos bis Juli eigentlich schon alle soweit geplant. Mal schauen, also für den kompletten Juli soweit geplant. Da wird natürlich noch einiges rumgeswitcht, aber dafür ist ja nur mein Kalender. Ich bedanke mich fürs Zuschauen heute wieder. Hoffe, dich hat es ein wenig entspannt und gefallen. Wenn ja, dann lass mich das gerne wissen. Mit Like, Kommentar, Nachricht, wie auch immer. Ich freue mich über jedes Feedback, ob es positiv oder kritisch negativ ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.